Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid in Vicky's Kitchen. Heute, da mache ich mit euch, ja, was Süßes. Ihr seht schon, Smacktastic fehlt im Regal. Und zwar machen wir heute vegane Reese's. Viel Spaß damit. Ja Leute, fangen wir mit dem veganen Reese's Rezept an. Ihr braucht da wirklich nicht viel. Ich habe hier die Halbbitterschokolade von Rittersport. Die Edelbitter von denen ist leider nicht vegan, die schmeckt aber auch super lecker. Also ihr braucht halt eine vegane Schokolade, in dem Fall bei mir die Rittersport, findet ihr auch ganz lecker. Dann braucht ihr solche Pralinenförmchen. Ich habe mir die im DM geholt, kosten 59 Cent. Dann natürlich Erdnussmus für die Füllung und ihr braucht Smacktastic. Ihr könnt aber auch Puderzucker verwenden. Ich habe mir jetzt gedacht, ich probiere es mit Smacktastic. Es soll gesagt sein, das Ganze hier ist ein Experiment. Ich weiß nicht, ob es wirklich richtig gut wird. Also ich denke mal, gut schmecken wird es, aber ob es die richtige Form bekommen wird. Aber fangen wir einfach mal an. Also ja, ihr fangt jetzt einfach mal damit an, dass ihr eine dieser, also ich habe hier zwei Tafeln Rittersport, dass ihr eine in diesen Behälter hier, ihr braucht eine wasserfeste Form, schmelzt. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Wasserbad machen, dazu einfach Wasser in so einen Topf hier rein, ungefähr bis hier, und dann einen Glasbehälter, der hitzeresistent ist, reinstellen, sodass die Schokolade schmelzen kann. Also, fangen wir damit mal an. Ja Leute, ich verwende dafür jetzt einfach mal die mittlere Stufe, sonst geht das Ganze viel zu schnell und die Schokolade verbrennt euch. Ja Leute, ein ganz schnelles Ding. Die sind jetzt schon gefroren. Jetzt kann man einfach hier diese Pralinenförmchen ein bisschen am Boden mit Schokolade bedecken. Ja Leute, wenn ihr das dann wie ich hier mit Schokolade befüllt habt, dann kommt das Ganze einfach für 10 bis 15 Minuten in die Tiefkühltruhe und danach können wir weitermachen. Ja Leute, ist eigentlich relativ easy. Wir nehmen jetzt dieses Erdnussmus, tun davon, ja, ich schau mal, wie viel wir da reinmachen. Also da nehmen wir jetzt so viel Erdnussmus, um die Reese's am Ende dann zu füllen. Und das Ganze kommt jetzt auch nochmal kurz auf den Herd und wird erhitzt. Und wenn das Ganze hier jetzt schon aufheizt, könnt ihr einfach zwei Scoops, also von dem Scoop, der hier drin ist, so ein kleiner Scoop hier, könnt ihr einfach zwei Scoops in die Masse hinzugeben. So, jetzt ist das Ganze eigentlich schon relativ schnell sehr flüssig. Und jetzt müssen wir einfach kurz warten, bis die Förmchen auch gekühlt sind und dann können wir das da reinfüllen. So Leute, schaut mal her. Das ist jetzt richtig schön fest geworden und darauf können wir jetzt die Erdnussmasse draufgeben. So Leute, da wir jetzt nicht die ganze Zeit nur rumstehen und warten möchten, bis die Erdnussmusmasse fest geworden ist, nehmen wir uns die zweite Schokolade schon mal zur Hand, wieder unser Förmchen frisch geputzt und schmelzen die Schokolade erneut bei mittlerer Hitze.
So Leute, nach etwa 10 Minuten ist dann die Erdnussmuscreme auch schon fest geworden und wir können mit dem letzten Schritt beginnen. Ihr nehmt jetzt einfach diese vorher geschmolzene Halbbitterschokolade, befüllt die Förmchen fertig und tut es dann nochmal ins Gefrierfach und danach dann können wir testen. Ja Leute, ich will es natürlich auch für euch testen. Deshalb habe ich mir heute Morgen extra ein paar Fette eingespart und werde jetzt natürlich so ein veganes Reese testen. Mal schauen, wie es schmeckt. Aussehen tut es ja schon mal echt nice, beziehungsweise hier habe ich jetzt drauf gedrückt. Schaut, dass ihr nicht zu viel Erdnussmus reinmacht, damit ihr ja auch drumherum die Schokolade hinbekommt. Dann passiert sowas hier nicht, dass das ausläuft, aber... Schmeckt schon verdammt geil. Mega. Müsst ihr ausprobieren. Morgen spare ich mir, glaube ich, noch mal ein paar Nüsse ein. Nein, Spaß. Ab jetzt wird die Diät natürlich wieder normal weiterhin durchgezogen. Mit den normalen, gesunden Fetten am Morgen. Ja, Leute. Das waren sie also, meine veganen Reese's. Ja, viel braucht ihr davon wirklich nicht. Schnell geht's auch noch. Schmecken tut's auch. Vor allem dieser, ja... Eigener Geschmack nochmal, den Smacktastic mitbringt in diese Erdnussmusse, ist richtig cool. Und ja, die Nährwerte sind okay, es ist halt ein Cheat. Aber ja, besser als die gekauften, finde ich. Jetzt zeige ich euch noch kurz die Nährwerte. Und zwar hat ein veganes Reese, ich habe das jetzt nur mal so geschätzt, wenn ihr das daheim macht, könnt ihr das natürlich abwiegen und dann in MyFitnessPal eingeben und dann immer die genaue Grammzahl eures Plätzchens, eurer Praline angeben. Also bei mir hat eine Praline jetzt 163 Kalorien, 13 Gramm Kohlenhydrate, 11 Gramm Fett und 3 Gramm Eiweiß. Wie gesagt, definitiv ein Cheat, aber eine richtig coole Alternative zu den normalen Reese's. Ich hoffe, dass euch das Rezept gefallen hat und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Was geht? Wir kommen in Vickys Bude, Vickys Kitchen.